Wir haben gerade gesehen, was die Themen sind, die die Verbände am meisten bewegen. Und es hat mich gefreut, dass wir da einer Meinung sind. Das lässt sich an den 5 Fingern einer Hand im Großen und Ganzen abzählen. Und wir brauchen das nicht wiederholen. Aber die Frage ist, wir kennen die Probleme, wie kommen wir zu den Lösungen? Was schlagen die Verbände vor im Rahmen der notwendigen Kommunikation mit den Behörden oder später mit der Behörde? Wie kommt man weiter, um dann auch gemeinsam Lösungen zu finden? Vielleicht fangen wir mit der Sportwette an. Da sind wir so in diesem zweiten Lizenzverfahren mit ganz dringlichen Themen, die auch in diesem Jahr noch abgeschlossen werden müssen. Und da gibt es ja doch das eine oder andere auch an Dissens. Ja, das stimmt. Vielen Dank, Jörg, für die Frage. Wir haben in der Sportwette ja schon ein bisschen mehr Erfahrung als im Bereich der virtuellen Automatenspiele oder auch der Online-Casinos, die ja leider noch nicht lizenziert sind. Wir hatten ja schon 2012 eigentlich das erste Mal die Möglichkeit, die Sportwette in Deutschland erlaubnisfähig zu machen. Und da gab es dann auch, ich glaube, 35 oder 36 Bewerbungen, die tatsächlich auch die Mindestanforderungen erfüllt haben. Aber damals durften eben nur 20 zugelassen werden, was dann dazu geführt hat, dass eben der 21. dagegen geklagt hat und dann wie erwartet eigentlich durch die Gerichtsverfahren das ganze Verfahren dann zum Stillstand gekommen ist und die Bundesländer letztendlich eingesehen haben, dass so eine Restriktion, das Ganze zahlenmäßig zu begrenzen, tatsächlich nicht zum Erfolg führt. Das hat viel Dialog und Überzeugungsarbeit bei den Bundesländern, bei den politisch Verantwortlichen auch verursacht. Und das zeigt auch so ein bisschen das Dilemma, in dem wir in Deutschland drinstecken. Durch die föderale Struktur und dass alle 16 Bundesländer tatsächlich permanent mitreden und tatsächlich auch Entscheidungsmöglichkeiten haben, sowohl in der Gesetzgebungsphase als auch nachher bei der Umsetzung, so wie wir es heute mit dem Glücksspielkollegium sehen, führt es eben zu irrsinnig langen Entscheidungsprozessen und häufig auch zu schlechten politischen Kompromissen. Also dort, wo man eigentlich pragmatisch und zielorientiert kurzfristig entscheiden könnte, verliert man sich dann in langwierigen Diskussionen, die sehr häufig auch politisch-ideologisch geprägt sind, von der linken Seite über die Grünen bis zur konservativen Seite. Das führt immer wieder zu großen Problemen, weil es hier tatsächlich dann häufig auch um Weltanschauung geht. Ja, und wir würden uns eigentlich wünschen, dass wir das Ganze ein bisschen mehr auf Fakten, auf Realitäten basieren und auf diese Art und Weise dann tatsächlich zu guten Entscheidungen kommen. Und das ist unsere große Hoffnung jetzt, dass wir mit der gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder, der GGL, tatsächlich hier in einen aktiven, realitätsbezogenen, faktenbezogenen Dialog kommen und auf diese Art und Weise im Rahmen der Möglichkeiten, die die Behörde hat, zu guten Entscheidungen kommen. Ganz wichtiger Punkt, den ich eben noch angesprochen habe, ist das ganze Thema Evaluierung. Das heißt also, wie wird sozusagen die aktuelle Regulierung ausgewertet? Was werden dann insbesondere für Handlungsempfehlungen an die Politik gegeben? Denn auf der Gesetzgebungsseite haben wir nach wie vor die 16 Bundesländer. Das wird auch weiterhin so sein. Wir hatten ursprünglich früher mal, so, ich erinnere mich vor 10, 15 Jahren, ich mache das ganze Geschäft ja schon ein bisschen länger, dafür plädiert, eine Bundesregulierung zu bekommen. Das heißt also, dass der Bund hier in Berlin die Regulierung in die Hand nimmt und tatsächlich dann eine bundesweit gültige Glücksspielregulierung macht. Das ist nicht gelungen. Die Länder haben darauf bestanden, das Thema weiterhin zu behalten. Und deswegen werden wir jetzt eben weiter in den Gesetzgebungsverfahren hier eben mit den Ländern zu tun haben. Aber meine Hoffnung ist, dass wir gemeinsam mit der zentralen Behörde hier eben faktenbasierte Entscheidungsempfehlungen für den Gesetzgeber für die Weiterentwicklung der Glücksspielregulierung finden. Gut, ihr habt ja schon einen zeitlichen Vorsprung seitens der Sportwette. Beim Casinospiel darf ich ja gar nicht sagen, beim virtuellen Automatenspiel, Klammer auf, Poker, diese Behörde gibt es noch nicht so lange. Kann man sagen, dass jetzt so im Laufe dieser nahezu anderthalb Jahre auch schon eine solche Beziehung entstanden ist, dass man miteinander auf Augenhöhe redet und dieses notwendige Vertrauensverhältnis aufbaut? Ich denke schon, dass es schon gelungen ist in der kurzen Zeit. Wir sprechen ja im Moment noch bei den virtuellen Automatenspielen und bei Online-Poker über eine quasi Interimsbehörde, die ganz kurzfristig ja aufgebaut werden musste in Halle.
Und in diesem, das ist ja das Landesverwaltungsamt dort gewesen, was diese Behörde aufgebaut hat. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wechseln ja dann jetzt zum Jahreswechsel dann auch in die neue gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder. Das heißt also, das Landesverwaltungsamt war dort unser erster Ansprechpartner. Und ich konnte natürlich verstehen, dass gleich nach dem 1.7. letzten Jahres das wenig Möglichkeiten bestand am Anfang, dort überhaupt jemanden zu erreichen beziehungsweise direkt mit jemandem zu sprechen, weil da gab es, glaube ich, ein oder zwei Leute und die haben sich natürlich damit beschäftigt, tatsächlich diese Behörde aufzubauen. Das hat sich gänzlich geändert, das muss man eindeutig so sagen, und deswegen seit circa Ende des vergangenen Jahres können dort wirklich entsprechende Gespräche geführt werden. Man bekommt das entsprechende Feedback, ich meine, das hatten wir hier schon vielfach, und deswegen funktioniert es dort deutlich besser. Ich glaube, und das hat Matthias Dahms ja auch erwähnt, wir haben in Zukunft eigentlich zwei Ebenen, die wir entsprechend betrachten müssen. Einerseits die Gesetzgebungsebene, also Änderung des Staatsvertrages, die nach unserer Perspektive in einzelnen Aspekten, beispielsweise Online-Casino-Spiele, notwendig ist. Und wir haben natürlich auch immer die Ebene des Verwaltungshandelns. Und da kann man jetzt schon, also man sieht klare Kompetenzen, die Behörde hat, und da hoffen wir eben mit Fakten und mit den eigenen Erfahrungen, die Behörde aufbaut, werden sie diese Handlungsspielräume entsprechend nutzen. Das gilt beispielsweise für das Einzahlungslimit oder auch für Einsatzlimits pro Spin bei virtuellen Automatenspielen. Und da wird es eben dann jetzt die Praxis zeigen, dass sie diese Spielräume auch ausnutzen. Und andere Spielräume sind quasi da, indem man sie eben in den Staatsvertrag, glaube ich, guten Gewissens reininterpretieren kann. Was allerdings jetzt nicht stattfindet, und das hatten wir ja auch, das hattest du vorhin insbesondere dargestellt, das wird im Moment natürlich insbesondere verhindert durch doch ein wenig pragmatisches Glücksspielkollegium. Und dieses Glücksspielkollegium legt den Staatsvertrag nach Punkt und Komma aus und lässt keinen Millimeter Interpretation zu. Und das wäre natürlich wichtig, dass wir das ab dem 01.01.2023 nicht mehr haben, sondern dass dann eben, wie Matthias Dahms gerade schon gesagt hat, die Fakten zählen und dass dann entsprechend die Erfahrungen auch dort gewichtet werden und die Interpretation möglich werden. Ich nehme mit, dass die zuständige künftige Behörde aus sich heraus lernen muss, dass sie Autorität hat und dass sie die Entscheidungsgewalt ausübt. Das Glücksspielkollegium gab es, weil alle Länder sich ein bisschen Einfluss und Mitwirkung sichern wollten, aus verfassungsrechtlichen Gründen, da die GGL keine Bundesbehörde ist. Sie ist in einem Bundesland, aber sie nimmt kraft Staatsvertrag Funktionen mit Wirkung für alle Länder aus. Und das war so im Staatsvertrag der Übergang. Künftig, glaube ich, ist diese Idee, diese Mitwirkung und Information der Länder über diesen Verwaltungsrat zu sichern, mit Leitplanken, wie Frau Wierzeljewski es so schön formuliert hat, eine gute Idee. Wenn die Behördenvorstände und alle Führungskräfte lernen, wir müssen diese Entscheidung und können sie auch treffen. Während heute noch der Kleine immer noch den Papa fragen muss, was er darf, sollte in der Zukunft der Kleine entscheiden, was er für richtig hält. Dann ist er nämlich ein Großer, und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ihr seid beide in der Vergangenheit sehr oft auf internationalen Konferenzen gewesen. Ich halte das für den einzigen Weg, diesen Markt zu verstehen. René Janssen hat uns gesagt, wir sind ziemlich spät dran, Holland ja im Übrigen auch. Andere Länder haben das, was wir hier mitmachen, schon lange hinter sich. Wir machen Erfahrungen, wie diese Entwicklung läuft, dass man falsch macht, was man richtig macht. Das Problem ist aber, dass die Regulierungsvertreter in Deutschland und aus Deutschland auf diesen Konferenzen in der Regel nicht zu finden sind. Wenn, treffen sie sich bei GREF oder IAGA oder vergleichbaren internationalen Gremien. Ich habe mal nachgefragt und mir wurde gesagt, wir haben kein Budget, wir haben keine Reisenkosten. Ich finde das katastrophal, das ist in anderen Ländern ganz anders. Vielleicht sollte die Dialogarbeit der Verbände auch in die Richtung gehen, hier mehr Mut zu machen, dass die öffentliche Hand Mittel bereitstellt, weil ich glaube, die Ausbildung, die man in diesem Austausch auch mit der Branche international erfährt, ist unfassbar wertvoll und zahlt zurück. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich sehe das ganz genauso. Die internationale Zusammenarbeit, die muss sogar noch deutlich verstärkt werden. Ja, wir hatten ja bisher das Problem, dass wir uns in unserer Kleinstaaterei zwischen den Bundesländern verloren haben, was die Glücksspielregulierung anging. Ja, Frau Wierzejewski hat es ja heute Morgen auch erwähnt, auch Schleswig-Holstein hatte ja mal eine eigene Glücksspielregulierung. Ja, da gibt es 2,7 Millionen Menschen, in Deutschland 82 Millionen, und dort gab es halt eine eigenständige Glücksspielregulierung.
sollte natürlich in Zukunft nicht mehr so sein. Und wir müssen uns aus meiner Sicht auch viel stärker in eine Europäisierung der Glücksspielregulierung hineinbewegen. Wir müssen da eben von den einzelnen Ländern lernen und versuchen, das mehr und mehr zu vereinheitlichen. Denn wenn wir uns mal die Industrie anschauen, da sind fast alle Unternehmen, die in diesem Markt aktiv sind, multinational tätige Unternehmen. Es gibt kaum Unternehmen, die tatsächlich nur in einem einzelnen Zielmarkt tätig sind, sondern die allermeisten sind europaweit und zum Teil sogar global unterwegs. Und hier ist es natürlich sehr schwierig für diese Unternehmen, tatsächlich überall komplett unterschiedliche Regulierungsansätze zu bedienen und dann nachher auch in der Operations technisch umzusetzen. Das ist irrsinnig komplex, kostet ein wahnsinniges Geld. Und hier würden wir uns tatsächlich wünschen, dass auf dem europäischen Level zumindest es zu einem stärkeren Austausch kommt, eine Annäherung, ein Vergleich der Konzepte, auch so etwas wie eine Evaluierung, was läuft in welchem Land gut und was läuft in welchem Land schlecht. Ja, ein schönes Beispiel ist die aktuelle Diskussion über die Werbung im Glücksspielbereich. Da sehen wir in vielen Ländern, wo jetzt ganz stark auf einmal angefangen wird, auf die Bremse zu treten. Vielleicht hat die Industrie da in der Vergangenheit auch zu viel gemacht und das Ganze war überbordend, was an Werbung geschaltet wurde. Aber jetzt haben wir tatsächlich eine Gegenbewegung. Wir sehen in Spanien, in Italien, zum Teil auch in UK hier ganz massive Gegenbewegung. Von Rene Jansen haben wir das heute Morgen auch gehört. Auch in Holland wird darüber diskutiert, wie tatsächlich die Werbung eingeschränkt werden soll. Und das ist natürlich ganz gefährliche Bewegungen, wo wir insbesondere, wenn wir uns den Online-Bereich anschauen, wirklich dagegen halten müssen aus meiner Sicht. Ja, also für einen Online-Anbieter ist es essentiell, werben zu können und tatsächlich auch im Internet und in Massenmedien seine Botschaft übermitteln zu können, der hat sonst keine Chance, auf sich aufmerksam zu machen und auch den Kanalisierungsauftrag, der ja mit einer Lizenz verbunden ist, den tatsächlich zu erfüllen. Denn wenn ich nicht werben kann, dann kann ich nicht auf mich aufmerksam machen und so tatsächlich auch die Kunden aus dem Schwarzmarkt herausziehen. Ja, Werbung, der gute Stichwort. Ich wage mal die Behauptung. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung dazu. Also ich glaube, es ist genauso, wie Matthias Dams sagt. Wir sind ja auch schon im Vorfeld der neuen Staatsvertragsregelung immer dafür eingetreten. Lernt doch mindestens aus dem europäischen Ausland, weil ja die Ziele der Glücksspielregulierung eigentlich die gleichen sind. Und man hat trotzdem versucht, das Rad neu zu erfinden. Und ich finde gut, dass man jetzt sagt, nee, jetzt stimmen wir uns voneinander ab und jetzt lernen wir auch voneinander. Wichtig ist in dem Zusammenhang nur, dass das Voneinanderlernen nicht nur heißt, wir gucken uns mal diese Vollzugsmethode oder diese restriktive Tätigkeit an und führen sie gegebenenfalls auch ein, sondern man muss natürlich auch voneinander in der Form lernen und sagen, wir haben diese Maßgabe mal ein oder diese Maßnahme mal eingesetzt, sie hat gar nicht der Zielerreichung beigetragen, wir schaffen sie jetzt auch wieder ab. Also beispielsweise würde ich vermuten, für die jetzt aktiv werdende Aktivitäten-Datenbank, also dass ein Spieler nur auf einer Seite gleichzeitig spielt, das ist eine Maßnahme, die gar nicht zur Zielerreichung beiträgt, auch nicht zu den Zielen des Staatsvertrages. Und dann muss man aber auch bereit sein, auch mal Maßnahmen, die man vielleicht erst mal eingeführt hat, die aber nicht funktionieren, auch wieder abzuschaffen. Ich glaube, das ist auch ein Voneinanderlernen, nicht nur ein Draufsatteln, sondern auch das wegschneiden, was nicht mehr notwendig ist. Guter Hinweis, danke. Ich wollte nochmal zur Werbung zurückkommen. Ich wage die Behauptung, im globalen Online-Casino-Bereich gibt es mehr Wettbewerber als bei der Sportwette für den deutschen Markt. Und wenn wir demnächst mit, sagen wir mal, so um die 50 lizenzierten Anbietern auf dem Markt sind, gegenüber Hunderten, die es gibt, da ist die Werbung ja noch viel wichtiger. Und diese Art von Evaluierung muss stattfinden. Also muss man die Kanalisierung prüfen. Wie kann ich das tun? Woher kriege ich Zahlen, die sagen, jetzt haben wir 30% oder 50 oder 70 des Marktes gewonnen oder verloren? Was könnt ihr machen? Ja. Also ich gebe dir da absolut recht. Also es ist wie, ich würde ein Ladenlokal eröffnen und dürfte keine Tür einbauen. So ist es ja in etwa vergleichbar, dass ich Werbung schalten muss für ein Online-Angebot, um überhaupt darauf aufmerksam zu machen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Tatsächlich ist es so, dass in Zukunft die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder ja über sehr dezidierte Zahlen des dann erlaubten Marktes verfügen wird. Aber das ist natürlich, Matthias Dams hat es eben schon so schön dargestellt, das ist eigentlich die Spitze des Eisberges. Die weiß man dann sehr genau, die kennt man dann sehr genau, aber man muss natürlich genau, um dann zu sagen, funktioniert der Staatsvertrag oder überhaupt oder funktioniert er nicht, da gibt es ja eigentlich nur eine Maßgröße und das ist die
entsprechende Rate oder der Anteil der Spieler, die im legalen Markt dann in Zukunft spielen. Und ich finde es gut, dass die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder heute gesagt hat, unser Ziel muss sein, unabdingbar 100% zu erreichen. Ich glaube, wir alle wissen hier, 100% ist sehr schwer zu erreichen, aber wenn man nur dort einige Prozente abzieht, dann ist das ja schon in Ordnung, weil es gab auch mal andere Stimmen, die weitaus niedriger gegangen sind. Und ich glaube, was notwendig ist, dass man dort jetzt einfach Untersuchungen macht, die transparent sind. In der Vergangenheit gab es ja schon einen Auftrag der Länder, die verschiedene Untersuchungen mal in Auftrag gegeben haben, die auch schon lange laufen, die zu Ergebnissen kommen, dass in den letzten 6-7 Jahren, glaube ich, das Online-Glücksspiel in Deutschland geschrumpft ist. Und das sind Ergebnisse, die ich stark anzweifeln würde, die überhaupt nicht der Realität entsprechen können und die wahrscheinlich dem Untersuchungsdesign geschuldet sein müssen. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, sehr transparent eine Hochschule zu bitten, sich diesen Markt einfach mal anzuschauen und eine entsprechende Untersuchung, wo man jede Annahme prüfen kann, jedes Ergebnis prüfen kann, die aktuelle Tools nutzt, beispielsweise von Nielsen und ähnlicher, also über Traffic-Daten Rückschlüsse ziehen kann, wie groß ist denn der Anteil des erlaubten Marktes. Und eine erste Untersuchung oder erste Vorergebnisse gibt es, das wird also dann publiziert, auch wie gesagt mit voller Transparenz, wie die Untersuchung stattgefunden hat, welche Daten verwendet werden, welche Schlüsse gezogen werden und ähnliches. Das werden wir also in diesem Jahr sicherlich noch sehen und die ersten Ergebnisse zeigen, dass in den vergangenen Monaten, spätestens seit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Staatsvertrages, die Entwicklung natürlich deutlich in die falsche Richtung erstmal wieder gegangen ist. Dass wir also derzeit von wirklich einem erlaubten Markt sprechen, der nicht nur für virtuelle Automatenspiele und so, der ist ja sehr, sehr klein noch, weil jetzt die ganzen Anbieter erst da sind, aber inklusive Sportwette von denjenigen, die schon eine Erlaubnis haben, beziehungsweise die wir als regulierungswillig einschätzen, also die jetzt quasi in diesem Prozess sich befinden, dass der Anteil weit unter 50% derzeit liegt. Ja. Und das ist natürlich eine Maßgabe, da ist noch viel zu tun. Also ich zweifle diese Zahlen alle an. In Hessen hat man sich mal gefreut, dass man über 90% der Anbieter, Sportwettanbieter, lizenziert hat. Das finde ich nicht interessant. Ich finde interessant, wie viel Prozent der Spieler habe ich eigentlich in diesem Markt. Und ich kann untersuchen, wie viel Tausend bei einem Spieler, bei einem Anbieter spielen. Es fehlt mir aber die Zahl derjenigen, die woanders spielen, die nicht spielen. Und die kriege ich nicht über normale Kanäle. Ich kann vielleicht heute fragen, dass ein Anbieter, ein Software-Provider, der seine Software lizenziert an Anbieter, dessen Unternehmen sich dann in Deutschland beworben haben, wie viel Umsatz und Spieler die heute haben und wie viel sie vor 1 oder 2 Jahren hatten. Das sind Größenordnungen, die prozentual vielleicht eine andere Sprache sprechen. Aber jede diversifizierte Untersuchung ist gut. Wollen wir es so machen, dass Sie jetzt die Fragen stellen? Weil was mich interessiert, ist vielleicht gar nicht das, was Sie interessiert. Und wenn Slido aktiv ist, Willem, ist es aktiv? Dann würde ich sagen, gehen wir einfach über und schauen uns an, was Sie wissen möchten. Out of time, which we're very grateful about. We have some questions in Slido. If you still want to participate there, scan the QR code on your badge. Und wenn Sie vorab eine haben, Finger hoch, nehmen wir sofort. And so we've seen some interesting questions in Slido. As I said, you can still upvote them. Let's go for the first one. So that's to the industry. And we have a safer gambling session afterwards, but to the industry asked it here. So what can the industry do to make gambling safer? That's for the two association presidents here. Ja, ich denke, dass einerseits der Staatsvertrag genau das ja als Ziel, als eins der 5 Ziele definiert hat und dass deswegen die Politik natürlich schon vielerlei Maßnahmen und Maßgaben im Staatsvertrag dort entsprechend implementiert hat. Also wir sprechen ja über verschiedensterlei Maßnahmen, die einerseits direkt bezüglich beispielsweise Schutz vor pathologischem Spiel entsprechend darstellen, beziehungsweise dann auch für die negativen Auswirkungen, wie beispielsweise einer hohen Überschuldung oder ähnliche Aspekte. Und dann ist beispielsweise zu nennen diese OASE-Sperrdatenbank, die ja auch zentral und übergreifend über alle Spielformen entsprechend deutlich ist. Und das ist sicherlich eine Maßgabe, die dort entsprechend tätig ist. Und des Weiteren ist es natürlich so, das hatten wir heute auch, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Regulierer es angesprochen hat, aber das war natürlich sehr zu Recht angesprochen und deswegen ist es auch sehr zu Recht, wenn es dort drakonische Strafen gibt, wenn man dagegen verstößt. Es ist natürlich eine Eigenverantwortung auch der Unternehmen. Und ich glaube, diese Eigenverantwortung muss auch wirklich wahrgenommen werden in Zukunft. Wir haben ja jetzt vielfach darüber gesprochen, der Ruf ist auch nicht der beste der Branche und ähnliche Aspekte. Und das stammt natürlich insbesondere auch daher,
dass man vielleicht diese Eigenverantwortung, die man hat als Anbieter so eines Produktes, dass man der in der Vergangenheit nicht hinreichend nachgekommen ist. Und das ist natürlich in Zukunft dann zu erreichen. Und wie gesagt, der Staatsvertrag hat noch weitere Maßnahmen. Eine schöne Passage heißt ja, ein auf Algorithmen basierendes Erkennungssystem zur Spielsuchtfrüherkennung und solche Aspekte. Und ich glaube, da geht auch viel Forschung in diesem Bereich, yeah, dass man das da entsprechend umsetzen kann. And we have a session about it later on. Thank you for the twofold answer. Dirk, Matthias, anything to add? No, I don't think so. I think it was quite coordinated. Das war die präziseste Antwort heute von allen. Yes, very good, very good. Thank you, Matthias. You still owe us a minute from before. Any questions from the room? If not, we go to another Slido question. Please raise your hand, we'll get a microphone to you. Willem, vielleicht noch die Antwort auf eine Frage, die vorhin mal gestellt wurde. Okay. Da ging es nämlich, glaube ich, um die Spiele, die Einzelspielerlaubnisse. Die war natürlich in erster Linie an die Behörde gerichtet. Ich möchte da nur noch mal betonen, dass das natürlich eine der absoluten Wichtigkeiten ist. Im Moment haben wir es ja so, dass entsprechend Einzelspielgenehmigungen nur pro erlaubten Veranstalter vergeben werden, was, glaube ich, seitens der Behörde, wir haben ja ein, zwei Vertreter da, eine fürchterliche Arbeit ist, die sie am liebsten auch gar nicht tun würden wollen, sondern dass wir natürlich sowas in Zukunft brauchen, wie entsprechende Prüflabore, die das übernehmen, und dann sollte es eine Freigabe für das Spiel und den Markt geben, aber nicht für das Spiel und nur einen Veranstalter. And for your members, that I guess is an important topic. Yeah. Thank you. Let's go to the second Slido question. I think there was one that we have not spoken about. So the GDPR issues, please elaborate if some of you are have an opinion on that. Or what are some of the biggest GDPR issues facing Lucas? Das ist ein sehr, sehr komplexes juristisches Thema. Okay. Es gibt im Datenschutzrecht, gibt es vom Grundsatz her die Situation, wenn zwei Unternehmen oder ein Unternehmen und eine Behörde mit Kundendaten arbeiten, dass diese sich darüber verständigen müssen, wie tatsächlich die gegenseitigen Verantwortungen auszugestalten sind. Das ist eins der großen Themen, die hier aus unserer Sicht nicht gelöst sind. Und es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Themen rund um Lucas. Es gibt eine ganze Reihe von Gerichtsverfahren, die auch von Sportwettveranstaltern angestrengt worden sind, um das tatsächlich zu klären. Ich glaube, das würde der Behörde auch helfen, tatsächlich, wenn hier eine Klärung herbeigeführt wird. Wir sehen einfach, dass nicht nur Behörden, also nicht nur die Unternehmen, die ja die Verantwortung gegenüber ihren Kunden haben, was mit ihren Daten passiert, sondern zum Beispiel auch die Datenschutzbeauftragten der Bundesländer ja immer wieder darauf hingewiesen haben, dass es hier durchaus also erheblichen Diskussionsbedarf gibt, bis tatsächlich dahin, dass einzelne Datenschutzbeauftragte auch gesagt haben, dass diese Lucas-Regelungen, so wie sie im Staatsvertrag dargelegt sind, eigentlich nicht anwendbar sind und damit eigentlich nach europäischem Recht keine anwendbare Rechtslage sind. Aber ich bin kein Jurist, deswegen kann ich da nicht so in die Tiefe einsteigen. Jörg könnte das sicher viel besser. Ich kann dir aber sagen, du hast es auf den Punkt gebracht. Ich glaube aber, es führt auch zu weit, hier jetzt zu tief einzusteigen. Ja. Es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Baustellen. Es geht um den Artikel 56 der Datenschutzgrundverordnung, also 26 der Datenschutzgrundverordnung, die diese Schnittstellendefinition erfordert. Das ist eine gesetzliche Verpflichtung, damit auch ein Anspruch. Ich denke, da wird nachzuverhandeln sein, was diese vertraglichen Bestimmungen betrifft. Eigentlich selbstverständlich und einfach, aber im Moment offenbar nicht möglich. It's complicated and we hear more about it. With this, I would like to conclude the session. Three experts, Dirk, Matthias and Jörg, thank you for your participation. And a big round of applause. Please. Thank you. Fantastic. Thank you. Dirk, thank you. Danke.